Wenn du ein Leiter bist, ist Vertrauen dein wichtigster Freund. Menschen folgen dir nach, weil sie dir vertrauen. Wenn sie dir nicht vertrauen, dann wirst du es immer schwer haben, sie irgendwo hinzuführen. Wenn ich zurückdenke auf mein Leben in Leiterschaft, dann muss ich sagen, es waren wichtige Momente, wo Menschen alles gegeben haben, mir nachzufolgen. Sie haben mir vertraut. Damals, als wir Gemeinde gegründet haben, haben sie alles verkauft, an neue Häuser in der Gegend gekauft, wo wir Gemeinde gegründet haben. Warum? Weil sie vertraut haben, dass mit der Gemeindegründung irgendwas wird. Menschen werden Teil unserer Gemeinde, sie werden Mitglieder. Warum? Weil sie das Vertrauen haben zu uns als Leiterteam. Sie sagen, hier werde ich was finden, hier werde ich geführt. Sie spenden Geld für das Gemeindezentrum, für unser Gemeindebauprojekt. Warum? Weil sie das Vertrauen haben, dass wir mit diesem Geld irgendwas tun und dass irgendwas entsteht. Du hast es sicherlich auch in deinem Leben erlebt als Leiter oder du gibst jemand anders das Vertrauen, wenn du nachfolgst. Ein schönes Bild für mich ist ein Bungee-Jump. Wenn ich einen Bungee-Jump anschaue, dann denke ich, derjenige, der über die Brücke springt oder von irgendwelchen Gebäuden springt und so weiter, der hat unglaublich viel Vertrauen. Warum? Er vertraut, dass wenn er springt, dass dieses Seil ihn hält. Oder derjenige, der das festhält, er wird ihn einfach festhalten. Du springst nicht, es sei denn, dass du wirklich vertraut hast. Du springst aus keinem Flugzeug, es sei denn, dass du deinen Fallschirm wirklich vertraut hast. Das sind Momente, wo du ein Risiko eingehst. Und in diesem Moment, wo du das Risiko eingehst, musst du in deinem Herzen das Vertrauen haben. In der Bibel finden wir gute Beispiele von Leitern, die Menschen geführt haben. Mose zum Beispiel, 2. Mose 14, 31. So redete der Herr Israel an jenem Tag vor den Ägyptern, und die Israeliten sahen die Leichen der Ägypter am Ufer liegen. Als sie merkten, mit welch großer Macht der Herr die Ägypter besiegt hatte, achteten sie den Herrn und vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Das heißt, in diesem Moment, wo sie einen wichtigen und großen Sieg hatten, wo sie Angst gehabt haben vor ihrem Leben, haben sie Mose vertraut und Gott vertraut und sie wurden gerettet. Ich glaube, du und ich, wir hätten auch gesagt, Mose, du bist unser Leiter, wir sind bei dir. Wenn irgendwas passiert in der Zukunft, sind wir bei dir. Und dann haben wir Josua. Josua führt das Volk zu dem Jordan. Und dann führt er das Volk über den Jordan und natürlich ist das ein großer Sieg. Und genau dasselbe passiert mit ihm. Josua 4, Vers 14. An diesem Tag machte der Herr Josua in den Augen aller Israeliten zu einem bedeutenden Mann. Und bis ans Ende seines Lebens achteten sie ihn, wie sie Mose geachtet hatten. Eine wunderbare Sache. David. Die Menschen kamen zu ihm in der Höhle. Warum? Sie haben bei ihm einen Leiter gefunden, dem sie vertraut haben. Sie kamen mit ihren Schulden, sie kamen mit ihren Armut, sie kamen mit ihren Problemen und sie haben bei David Hoffnung gesehen. Sie haben ihm vertraut. Jeder Hirte muss diese Erfahrung machen, dass er Menschen anführen kann, dass er Menschen sammeln kann. Warum sammeln sich Menschen zu einem Leiter? Weil sie schlicht und einfach ihm vertrauen. Und Jesus hat es auch gesagt. Er hat in Bezug auf sich gesagt, die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Johannes 10, Vers 4. Die Schafe folgen ihm nach. Wir folgen Jesus, weil wir ihm vertrauen. Unsere Stimmen als Hirten folgen die Menschen nach. Sie hören auf unsere Stimme. Sie erkennen die Stimme des Hirten. Wie erkennen Sie das? Oder was wirkt in Ihnen? Sie hören die Stimme und vertrauen, dass das, was wir sagen, Wahrheit ist und etwas ist, was Sie vertrauen können. So wichtig für uns. So wichtig, dass
es nicht so viele Stimmen gibt in einer Gemeinde. So wichtig ist, dass wir eine Vision haben, dass wir dieselben Werte haben, dass wir immer wieder auf derselben Spur sind, weil das fördert Vertrauen. Die Menschen erkennen, dass sie mit einem Leiter unterwegs sind, dem sie vertrauen können. So, heute eine Frage an dich zum Schluss. Gibt es Beispiele aus deinem Leben, wo du heute bemerkst, wie du das Vertrauen für einen wichtigen Schritt zuerst gebraucht hast? Mit Rückblick, schau auf deinem Leben, schaue auf die verschiedenen Ereignisse in deinem Leben und erkenne, wo ist das, was ich heute gesagt habe, Wahrheit? Und dann als Leiter, wenn du ein Leiter bist, überlege, wie du auch dieses Vertrauen bei deinen Nachfolger fördern könntest.